So, wir nehmen nämlich jetzt Objekt. Einmal hier den Trank, für den und für ihn hier so ein bisschen. Und für sie auch. So. Das Elixier füllt das MP hier. Ja. Beides sogar. Okay. Setzung von Felsen aufbrechen. Aha. Es hat sich da eine Tür geöffnet. Dann gehen wir jetzt durch. Oder auch nicht. Alles hier sind Geister des Stammes Gi. In einer bestimmten Schlacht umgebracht. Einer bestimmten Schlacht? Die rachsüchtigen Seelen der Gi sind nicht verschwunden und konnten nicht zum Lebensstrom zurückkehren. Wir müssen noch weit gehen. Okay, dann gehen wir mal noch weit. Da ist eine Truhe, da ist eine... Ich will doch nur zur Truhe, ey. Das gibt's ja nicht. Oh, dann hast du hier Feuer 2, mach mal Feuer 2. Du machst nur mal Angriff, weil du kannst nichts. Du machst Zauber. Blitz 2. Passt schon. Wie, das hat er ausgehalten? Der hat das auch ausgehalten? Oh nein, jetzt macht er schon wieder Todesstrafe. So. Den. Und den Lichtzauber Blitz. Die Eis 2 auf den da hinten. Und auf den, das bringt irgendwas. Und. Nee, nicht wirklich viel. So, jetzt aber. Die halten aber auch ganz schön viel aus. Das gefällt mir nicht. Gar nicht. M-Tentakel. Mhm, können wir jetzt das ganze Alphabet aus Tentakeln nachbauen. Da ist Blut drin. Ah ja, man sollte nicht in die Stacheln reinlaufen. Ey, ich will da runter. Au, das hat aber ganz schön wehgetan, diese scheiß Stachel. Oh Gott. Das ist nicht gut, das ist gar nicht gut. Wir dürfen jetzt alle gleich mal hochheilen. Darauf freue ich mich nicht. Oh, die hat aber Schaden. Über 1000 Schaden pro Typ. Das ist schon eine Menge. So. Und nun, Inventar. Nehmen wir mal Zauber hier von der Iris. Zauber, Heilung. Den und auf sich selbst natürlich. So. Und nun haben wir hier eine Substanz. Yay. Substanzzusatzeffekt erhalten. ETF. So, wir müssen aber immer noch da irgendwo hin. Hier geht's nicht hin. Ich komme da nicht nach rechts. Oh nein. Das bedeutet doch nicht, ich muss extra nochmal rumgehen oder sowas, ne? Oh nee, auch noch ein Angriff von hinten. Oh. Ganz schlecht, ganz schlecht. Ja, komm, dann holen wir nochmal die Shiva.
In der Hoffnung, die macht genug Schaden, dass wir da, naja, vorbeikommen. Nein, natürlich nicht. Scheiße. So, dann machen wir halt noch Feuer 2. Und Angriff. So. Hätten wir das. Oh, und hier kommt ein kleiner Luftzug. Yay! Das bei der Wärme ist echt gut. Wieder M-Tentakel. So, also müssen wir nochmal zurück. Mal gucken wir hier nochmal, ob wir hier runterspringen können oder sowas. Nein, können wir nicht. Können wir hier irgendwas machen? Nein, auch nicht. Gut, gehen wir hier nochmal rein. Nein, wir wollen da nur rein und nicht kämpfen. Alter. Aber nur gegen einen. Okay, dann müssen wir jetzt nicht großartig was machen. So, aber Blitz. Und schon wieder. Klaut kaum noch mal eine Punkte. Ist doch zum Kotzen. Aber was soll's. Ach, wenn ich langsam gehe, dann kann ich da rum, okay. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte da runter. Mach du mal einen Aufruf. In Hoffnung, das macht ein bisschen mehr. Rufe mal dein Heulenfeuer auf und sag Ifrit Bescheid, dass das Essen fertig ist. Na, er hat auch schon wieder richtig Hunger, sein Magen knurrt, das höre ich bis hierher. Und 600 Schaden macht er. Ja, das ist nicht okay. Auch wenn sie jetzt auch keine Mana-Punkte mehr hat. Yeah. Aber sonst. Nee, da komme ich nicht runter, da komme ich auch nicht runter. Ach, hier geht es lang, okay. So. Sammle ich jetzt die Truhen ein? Nee, ne? Doch, sammle die Truhen ein. Auch wenn wir 300 Kämpfe noch machen müssen, aber was soll's. Aufruf, Ifrit. Und warten. Einfach warten, einfach warten, einfach warten, warten, warten. Warten, 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 warten. Mach hinne! Und da will ich schon wieder gucken, ob ich irgendwas hab, womit ich die MP aufhören kann. Schauen wir mal. So. Objekt. Nee, 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 nee. Dass ich auch nicht vorhin hätte Dings kaufen können. Ah, Kraft. Das gehen wir mal laut. Memo an mich. Nächstes Mal ein bisschen Ether holen. Dann holen wir halt jetzt nicht die Truhen. Wir gehen einfach weiter. Siehst, für diese Höhle zum Ende des Cosmo Canyon. Wir hatten Pech, dass die G mächtiger als wir waren. Wenn sie hier angegriffen hätten, hätten wir keine Chance gehabt. Gehen wir weiter. Ja, und dann?
welchen Eingang muss ich jetzt rein? Ich vermute mal hier die Mitte. Dann Spinnenweben, na toll. Gefällt mir nicht. Das war fast abzusehen. Oh nee. Feuer 2 bitte. Und dann so Angriff und Aufruf. Shiva, ja. Das ist natürlich schlicht, dass wir jetzt kaum noch Mana-Punkte und so haben. Dann nehmen wir nämlich gleich, falls ein Bosskampf kommt, ziemlich alt aus. Und zwar ziemlich alt. Von 3 tot, das ist schon mal schlecht. Da könnte ja auch besser sein. Was machen eigentlich Phönixfedern? Tun die auch MP wiederherstellen? Und wiederherstellen hat Level abbekommen. Das ist gut. Das ist ja gut. Gucken wir mal. Objekt. Phönixfeder. Gibt nur Leben zurück. Okay. Dann ist es nicht das, was wir gebrauchen können. Wir brauchen ja etwas, was die MP auffüllt. Na, der nächste Kampf. Mal geht 2 Schritte und der nächste Kampf kommt. Ja, super. Oh, nur so ein Spinnvieh. Oh Gott. Zauber. Ich kann nur Beben machen. Jetzt weiß ich, was ein bisschen was bringt. Das bringt nicht mal viel. Autsch. Wieso darf der so oft angreifen? Ich möchte auch angreifen, ja. Die Animation ist jetzt wirklich unnötig. Greif einfach weiter an. Greif einfach weiter an. Meine Güte. So, jetzt nochmal hier so. Limit-Attacke, yay. Mach Schaden. Spaß. Über 1000 Schaden. Nicht schlimm. Ist ja bald auf sehr viel Rostniveau. Auch noch mischen. Vor allem, wenn wir keine Mana-Punkte haben. Eine Truhe. Bitte lass eine Ether drin sein. X-Trank erhalten. Oh. Dürfen wir nochmal 2-mal gegen eine Spinne kämpfen anscheinend. Oh. Das gibt's doch nicht. Auch noch 2 von den Viechern. Ja, super. Könnte ja auch mal gut 13 Substanz geben, falls ich eine nützliche habe. Ui, Eris hat 304 Schaden gemacht. Nicht schlecht. Dafür, dass sie sonst immer so kacke ist, was Schaden angeht. Langsam macht sie sich. Nur sehr langsam. Jetzt stirbt einfach. Danke. So, dann gucken wir mal in unser Substanzmenü. So, erstmal Menü öffnen. Substanz. Ihn. Da tun wir da mal Blitz hin. Und da tun wir Eis hin. Und. Ja. Keine Ahnung. Was diese anderen hier machen, keine Ahnung.
Füge vorhandene Waffe, Rüstung, Substanzstatus hinzu, okay. Alle Effekt auf kombinieren Zauber verwenden. Verstehe ich nicht. Jetzt habe ich das da einfach reingesetzt, egal. So, dann die nächste Spinne bitte. Mein Gott, dass ich auch so viel habe, was hier Schaden machen kann. Weil ich hier die Mana-Punkte unbedingt verschwenden musste. Weil ich den Weg nicht gesehen habe. Ich bin wahrscheinlich zu doof. Ich hätte auch gerne eine Lebensanzeige von den Gegnern, damit ich dann weiß, wann sie tot sind. Aber wie viel Kraft ich in etwa aufbringen muss. Oder eine Elementanzeige oder sowas. Damit ich weiß, welche Zauber effektiver sind als andere. Das wäre auch nicht schlecht. Au! Das ist nicht nett. Das ist wirklich nicht nett. Und push. Au, das tut immer noch weh. Geh doch mal ein bisschen auf die Iris. Ja, brav. Erhöht sich auch ihre Limitanzeige und dann können wir auch da mal was machen. Nehmen wir uns auch für die Dings. Ja, heilender Wind müssen wir jetzt beim nächsten Kampf einsetzen. Ich hoffe, da stirbt dann die Iris nicht weg. Die nächste Spinne hier. Sind wir einfach so durchgekommen, das finde ich auch schon nicht schlecht. Und du heilst einfach, ne? Was war das? Das ist auch eine Limit-Attacke, die kannst du gerne einsetzen. Für Objekt. Heat-Trank auf dich selbst. Alle einfach angreifen, immer attackieren das Vieh. Niemand mag Spinnen. Besonders nicht eine, die zwei Beine und zwei Arme hat. Was ist das für eine Spinne? Ja, dann dürfen wir gleich nochmal Eris bitten, hier Cloud zu heilen. Das ist ja super. Au. Oh Gott. Wir können auch einfach einen Trank verwenden, wahrscheinlich. Ja, dann haben wir auch gerade einen bekommen, dann können wir auch einen verwenden. Ganz einfache Dinge. So, Heat-Trank, den, ja, nehmen wir noch ein, sehr schön. Und weiter geht's. Nicht noch ein Kampf, nicht noch ein Kampf. Ab. Dieser Krieger ist ganz alleine durch die Höhle gegangen. Hat Angreifer einen nach dem anderen bekämpft. Opa, der Krieger. Wir sind fast da. Sorry doch, ich halte nicht mehr lange durch.